Hallo und willkommen zu WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Ja, es ist wieder Zeit. Eine Woche am Arm. Ich habe eine neue Uhr. Es ist die Circular Supersport. Sie ist heute angekommen und ich freue mich absolut und riesig, dass sie endlich da ist. Seit September habe ich darauf gewartet. Da ist der Vorverkauf gestartet. Jetzt ist sie da und endlich kann ich sie tragen, euch zeigen und auch mein Eine-Woche-Video drehen. Wir haben Montag, Tag 1 meiner eine Woche am Arm mit der Circular Supersport. Wir haben ungefähr 10 nach 6 und die Supersport ist am Arm. Ja, heute ist sie angekommen und ich habe ein Unboxing-Video gemacht und ganz spontan hochgeladen, was ich normalerweise nie mache. Ohne großartige Vorbereitung, ohne großartiges Lichtsetting, einfach nur draufgehalten, ausgepackt und kommentiert. Das ist echt gut angekommen. Ich war richtig überrascht. Also ich glaube, ich werde zukünftig, wenn ich Uhren mit Originalverkaufsverpackung bekomme, vielleicht öfter mal ein Unboxing machen. Mir persönlich sagt das gar nicht so zu, aber es gab sehr viele, die das sehr positiv empfunden haben. Also wird es bei mir zukünftig öfter mal, wenn es sich denn ergibt, ein Unboxing geben. Und ich habe auch einige meiner Messer zufällig auf dem Tisch liegen gehabt, beziehungsweise habe eins benutzt, um die Cardbox aufzumachen, also den Karton. Und eins davon war das hier. Und da kam dann raus, dass ich wohl nicht der Einzige bin, der Spaß an Messer hat. Und ich wurde gebeten, ob ich nicht zukünftig auch mal Messervideos machen kann. Nein, ich werde nicht grundsätzlich Messervideos machen, aber ich habe versprochen, im nächsten Jahr zwei Specials zu machen. Einmal meine feststehenden und einmal meine Folder. Mal schauen, wie ich das mache. Ich würde es gerne irgendwie mit Uhren verbinden. Also das kommt dann im nächsten Jahr. Jetzt geht es aber um die Circular Supersport. Und das ist echt eine richtig tolle Uhr. Aktuell habe ich noch das ziemlich hochwertige schwarze Kautschukband dran. Ich werde aber sehr schnell auf das Stahlband wechseln, weil diese Uhr soll meine Uhr am Stahlband werden. Was ich auch toll finde, ist den richtig gut gemachten Boden mit einem richtig tollen Relief, sehr scharf gearbeitet, also nicht scharf im Sinne von, dass man sich verletzen kann, sehr präzise gearbeitet. Und ja, ich freue mich total drauf, diese Woche die Uhr zu tragen, einschließlich der Weihnachtstage. Auch da werde ich entsprechende Aufnahmen machen, sodass ihr das vollständige Video noch dieses Jahr zu sehen bekommt. Wir haben Montagabend, 11:45 Uhr, die Aqua Supersport ist noch am Arm und ich war gerade mit meinem Hund draußen. Ja, und das war auch gut so, denn ganz kurz nur, die Supersport hat natürlich Leuchtmasse. Ach Mötti, was machst du denn hier? Und ich war anfangs etwas quasi enttäuscht, weil die Leuchtmasse auf dem Ziffernblatt nicht ganz so hell leuchtet wie auf den Zeigern. Aber das ist in totaler Dunkelheit nicht so. Ich vermute, es liegt am Sandwichblatt. Ich werde das die Woche über beobachten und euch noch etwas genauer sagen. Also ich glaube, dass das noch ein interessantes Thema wird. Wir haben Dienstagmorgen, kurz nach 9 und meine Circular Supersport ist noch am Arm. Ja, ich habe jetzt die Nacht, übrigens, es ist kalt, minus 4 Grad. Könnt ihr es sehen? Wow, unglaublich. Also ich habe jetzt auf eine Nacht drauf geachtet. Die Uhr ist nachts wirklich super ablesbar. Ich werde versuchen, das diese Woche noch einmal besser einzufangen und euch genau zu zeigen. Ich habe übrigens, wie ihr sehen könnt, gestern noch auf das Stahlband gewechselt, denn so ist es, wie ich die Uhr tragen möchte. Ja, ich bin wirklich sehr begeistert von der Uhr und hoffe, dass sich das auch über die Woche nicht ändert. Wir haben Dienstagabend, Tag 2, meine eine Woche am Arm. Wir haben 11:15 Uhr und meine Circular Supersport ist noch am Arm. Ich bin von der Uhr nach wie vor begeistert. Mir sind aber heute zwei Sachen aufgefallen, die für mich persönlich kein Drama sind.
die ich mir aber etwas optimaler wünsche. Das zum einen ist es das Band. Ich zeige euch das hier mal. Es ist ein gleichlaufendes 22 mm Band. Und ich persönlich habe es deutlich lieber, wenn sich die Schließe am Arm verjüngt. Ich finde den Tragekomfort da besser. Und gerade bei einem 22 mm Band, oder ist es ein 20 mm Band? Ich weiß es gerade gar nicht genau. Ich gucke mal, ob ich hier schnell ein Lineal habe. Oh, da habe ich eins. Ne, ist ein 20 mm Band, aber trotzdem, ich persönlich finde es deutlich angenehmer, wenn es sich zum Arm hin verjüngt. Und dann ist die Bewegungsfreiheit etwas angenehmer. Und der zweite Punkt, und den hatte ich eigentlich so erwartet, das sind die Zeiger, metallische Zeiger mit heller Leuchtmasse auf hellem Blatt. Sehen natürlich sehr schick und sehr edel aus, aber in der Zwischenzeit, also im Prinzip in der Zeit zwischen der Zeit, wo genug Licht ist, dass man die Zeiger gut erkennt und sich auch die gelbliche Leuchtmasse vom Hintergrund absetzt, und der Zeit, wo die Leuchtmasse aktiviert ist und leuchtet, in der Zeit ist die Uhr nicht besonders gut ablesbar. Ich versuche mal ein bisschen Licht hier wegzunehmen. Oder mach vielleicht sogar mal mein Ringlicht aus. Ach, das reicht auch nicht. Nee, es ist ganz schwer, das zu zeigen. Ja, hier vielleicht. Hier kann man es vielleicht so ein bisschen erahnen. Aber das war mir von vornherein klar. Insofern ist das alles andere als eine Beschwerde. Mir ist es nur aufgefallen. Das ist also so, wie ich es erwartet habe, angesichts des Designs der Uhr. Ja, Mittwochmorgen, Tag 3, meine eine Woche am Arm und meine Circular Supersport ist noch am Arm. Ich habe gerade meinen Hund weggebracht, es ist minus 6 Grad, es ist so richtig kalt. Wenigstens ist es trocken, insofern passt das schon. Gestern hat jemand einen Kommentar unter mein Unboxing-Video zur Supersport geschrieben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Kommentar ziemlich klasse. Er hat geschrieben, er mag die Uhr, sie ist sehr edel, sie ist sportlich, sie ist schick, aber sie ist tagsüber nicht extrem gut ablesbar. Es wäre so eine Art heller Stealth-Mode und ja, das passt schon, das ist so eine Art Silver-Stealth, Silbertarnung. Das stimmt schon sehr gut. Aber es sieht natürlich ziemlich geil aus, das kann ich nicht anders sagen, aber Ablesbarkeit leidet dadurch etwas. Eine Sache noch, unser Weihnachtsfest dieses Jahr war echt ein Hin und Her in der Planung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir fahren jedes Jahr, weil wir im Rhein-Main-Gebiet leben, aber wir kommen eigentlich aus dem Rheinland. Da leben Freunde, Familie, Verwandte, Bekannte. Das ist ein ganz großer Kreis, den wir kennen. Und deshalb fahren wir jedes Jahr und es ist jedes Jahr ein einziges Hickhack. Dieses Jahr haben wir, meine Frau und ich, was ganz Besonderes geplant. Wir fahren natürlich zu unseren Familien, aber an Weihnachten, das heißt Freitag und Samstag, hoffe ich, dass ich euch ein paar echt interessante Aufnahmen zeigen kann. Freut euch drauf, lasst euch überraschen. Ich bin schon total gespannt. Ja, mal gucken, was der Tag so bringt. Wir haben Mittwochabend, es ist kurz nach 11. Und meine Circular Supersport ist noch am Arm. Also ich kann jetzt schon am dritten Tag sagen, und ich komme selten so schnell zu einem Fazit, von dem ich denke, dass sich das auch so schnell nicht wieder ändert. Die Circular Supersport ist für mich eine richtig tolle, extrem bequeme Uhr vom Band einmal abgesehen. Ich habe ja schon gesagt, ich hätte es lieber, wenn sich das zu Schließchen etwas verjüngt. Aber aufgrund der Silver Stealth Version, die ich mir selber ausgesucht habe, zu der ich auch stehe, ist es für mich, glaube ich, eher eine Wochenenduhr als eine Uhr, die ich als einzige Uhr in einen dreiwöchigen Urlaub mitnehmen würde. Von freitags bis sonntags super, ich liebe sie, dann kann ich damit leben, dass ich mal genauer hingucken muss oder den Arm mal drehen muss. 3 Wochen im Urlaub als einzige Uhr würde mich wahrscheinlich dann doch ärgern und mir vielleicht auch ein bisschen Spaß an der Uhr verderben. Insofern kann ich sie super einschätzen und ich habe das ein kleines bisschen befürchtet. Es ist eingetreten, aber ich bin dieses Risiko bewusst eingegangen, weil ich diese Version nach wie vor einfach wirklich schön finde und ich ja auch
die ein oder andere Uhr zum Wechseln habe. Insofern ist das für mich auch nicht so kritisch. Wir haben Donnerstagmorgen, Tag 4 meiner eine Woche am Arm. Meine Zirkular Supersport ist noch am Arm. Ja, wir haben kurz vor halb 10, habe ich glaube ich schon gesagt, ja, und bitterkalt heute. Aber ich habe gerade, bevor ich jetzt hier genau diese Aufnahme mache, eine Aufnahme gemacht, um euch einmal zu zeigen, was ich an dem Ziffernblatt so klasse finde und warum es dadurch vielleicht auch nicht so besonders gut ablesbar ist. Wie ihr hier sehen könnt, während ich rede, das Ziffernblatt ist natürlich ein kleines bisschen Ton in Ton mit dem silbernen Ziffernblatt, den silbernen Zeigern und den hellen Indizes. Aber dadurch, dass die Indizes vertieft liegen, ergeben sich wunderschöne Lichtspiele. Mal sind Zeiger und Indizes grünlich-gelb, mal verschwinden sie fast, mal sieht man nicht, dass sie vertieft liegen, mal kann man es sehr gut sehen. Ich finde das alles in allem ein richtig tolles und interessant gemachtes Ziffernblatt. Natürlich leidet die Ablesbarkeit ein klein wenig in bestimmten Winkeln, aber dafür ist es aus jedem Blickwinkel heraus interessant und zwar anders interessant. Und sowas mag ich natürlich, sowas mag ich sehr gerne. Und aus diesem Grunde bin ich auch froh, dass ich genau diese Variante gewählt habe und keine andere, die vielleicht ein klein bisschen besser ablesbar ist, aber dafür vielleicht nicht so interessant auf den zweiten Blick. Und auch das reizt mich. Die Uhr ist auf den zweiten Blick super interessant. Eine Uhr, die sehr bunt ist, sehr präsent und sehr laut in Anführungsstrichen. Die ist direkt auf den ersten Blick interessant. Aber hier, finde ich, sieht man sehr gut, wie lange man eine Uhr anschauen kann und immer noch etwas mega Interessantes finden kann. Es ist Donnerstag, Tag 4, meine eine Woche am Arm. Meine Zirkular Supersport ist noch am Arm. Wir haben kurz nach 10. Mit der Uhr bin ich nach wie vor super glücklich, aber leider kann ich morgen nicht machen, was ich mir vorgenommen habe. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich werde euch morgen anhand von Internetbildern zeigen, was ich eigentlich geplant hatte. Wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber die Uhr finde ich nach wie vor super. Ich bin jetzt gerade mit dem Hund raus und zeige euch da oben ein paar Bilder von meinem Hund auf dem Feld und morgen etwas mehr zu meinen Plänen, die leider nicht geklappt haben. Mit der Uhr bin ich aber nach wie vor sehr glücklich. Ja, Freitag, Tag 5 meiner eine Woche am Arm und meine Zirkular Supersport ist noch am Arm. Es ist Heiligabend, das heißt, ich werde heute Morgen nur diese eine Aufnahme machen. Heute Abend gehört wirklich meiner Frau, da werde ich nicht filmen und nicht reingrätschen. Ja, ich bin heute ein bisschen traurig, weil eigentlich hatte ich was ganz anderes vor. Wir wollten heute meinen Schwiegervater besuchen, aber es war ihm zu viel. Er hat das abgesagt, er ist ein wirklich älterer Mann. Und damit wir nicht bei ihm oder bei meinen Eltern übernachten müssen, sind beide sehr alt, hatten wir uns ein Hotel gebucht. Ich blende euch jetzt ein paar Bilder ein. Ich habe mich als Gladbach-Fan wie Bolle darauf gefreut. Nachdem mein Schwiegervater jetzt abgesagt hat, haben wir aber gesagt, wir sparen uns das Geld, denn das ist nicht ganz billig gewesen. Insofern, sind wir jetzt zu Hause, werden den Tag richtig genießen. Und natürlich bleibt die Supersport am Arm, auch wenn sie vielleicht nicht ganz weihnachtlich ist. Es gibt aber noch eine gute Neuigkeit. Laut der Tracking-App kommt heute meine neue Kamera an. Das heißt, wenn ich mich nicht allzu blöd anstelle, werde ich im nächsten Jahr mit einer neuen Kamera filmen. Das heißt, ich werde vielleicht ein bisschen klarer zu sehen sein, ob euch das jetzt passt oder nicht. Vielleicht schaffe ich es auch, ein paar bessere Aufnahmen von Uhren zu machen. Ich bin sehr gespannt und freue mich da total drauf. Ja, morgen und Sonntag gibt es nochmal Aufnahmen. Fazit, ich habe schon eine ganze Menge gesagt und bereue den Kauf der Uhr nicht, auch wenn sie eines meiner Hauptkriterien, nämlich die gute Ablesbarkeit, nur eingeschränkt erfüllt. Ja, wir haben Heiligabend, wir haben Freitag, den 24.12. Eigentlich wollte ich heute keine Aufnahme mehr machen. Dass ich eine mache, liegt mehr daran, dass ich eine neue Kamera habe, die ich unbedingt ausprobieren wollte. Und kann euch da natürlich auch meine Zirkular Supersport zeigen, die immer noch am Arm ist. Ich habe jetzt die Sony ZV-E10 mit dem
16-50 Kit-Objektiv und bin echt super gespannt, wie die Aufnahmen werden und ob es wirklich eine Verbesserung ist gegenüber meinen anderen Aufnahmen. Ich habe jetzt noch nicht mal ordentlich ausgeleuchtet, sondern nur ein ganz, ganz einfaches Ringlicht auf die Seite gesetzt. Ich habe jetzt hier noch gerade meine Kopfhörer auf, nicht weil das besonders cool ist, sondern weil ich damit den Ton kontrollieren kann, damit ich das ein bisschen auspegeln kann. Ja, ich bin mega gespannt, wie das klappt und wie das wird. Wir haben Samstagmorgen, Tag 6 meiner eine Woche am Arm und meine, na, kann man das sehen, irgendwo, doch Licht, da haben wir Licht. Meine Zirkular Supersport ist noch am Arm. Ja, ist der erste Weihnachtsfeiertag. Es geht heute zu meiner Familie, meinen Eltern, meiner Schwester, meiner Nichte. Und wir werden dort einen hoffentlich schönen Tag verbringen und auch schon heute Abend wieder zurückfahren. Das heißt, wir sind heute ungefähr 600, 580 Kilometer auf der Autobahn. Ist nicht immer das, worauf ich so richtig viel Lust habe. Aber das ist eben so und da muss ich mich jetzt auch mit abfinden. Die Zirkular Supersport ist eine tolle Uhr. Ich trage sie jeden Tag zunehmend lieber und kann mich auch mit der Ablesbarkeit immer mehr anfreunden. Natürlich ist es etwas ganz anderes, ob ich eine U1 mit diesem Wahnsinnskontrast am Arm habe oder die Supersport. Aber die Supersport trägt sich super angenehm und ist auch die ganze Nacht ohne Aktivierung mit Taschenlampe extrem gut ablesbar. Wir haben Samstag, Tag 6 meiner eine Woche am Arm und meine Zirkular Supersport ist noch am Arm. Heute war der erste Feiertag. Wie schon gesagt, war ich heute bei meiner Familie. Es war ein wunderschöner Tag. Wir waren mal wieder alle zusammen heißt bei uns 7 Leute, also alles Corona-konform, alle geimpft, getestet, geboostert und nochmal getestet, also wirklich auf der sicheren Seite und das erste Mal in diesem Jahr, dass wir uns alle gesehen haben. Insofern war das sehr schön, hat mich sehr gefreut und dafür haben sich die knapp 6 Stunden auf der Autobahn wirklich gelohnt. Die Zirkular Supersport ist keinem aufgefallen, was mich aber auch nicht gewundert hat, weil ich wechsle meine Uhren so oft, dass ich darauf von meiner Familie zumindest nicht mehr sehr oft angesprochen werde. Was für mich aber absolut super klasse war, als ich nach Hause kam, hatte ich von Nachbarn ein Weihnachtsgeschenk vor der Tür stehen. Wir schenken uns hier im Hause gegenseitig was, Kleinigkeiten, nichts Großes, einfach Aufmerksamkeiten zum Fest, damit man sich gegenseitig eine kleine Freude machen kann. Und der Nachbar guckt ganz offensichtlich meinen Kanal hin und wieder, denn heute hatte ich diese beiden Tassen vor meiner Tür stehen und das fand ich absolut grandios. Das ist also kein Merch von mir oder sonst was, die hat er extra für mich anfertigen lassen, damit ich bei meinen Videos, wenn ich mal gerne Kaffee trinke, auch die entsprechenden Tassen habe. Fand ich mega klasse und hat mich irrsinnig gefreut. Wir haben Sonntagmorgen, Tag 7 meiner eine Woche am Arm und meine Zirkular Supersport ist natürlich immer noch am Arm. Ja, Tag 7 ist immer so der Zeitpunkt, um eine Zusammenfassung zu geben und auch nochmal über abschließende Gedanken nachzudenken. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich noch nicht über die Stahlbandschließe gesprochen habe und auch noch nicht über einen ganz bestimmten Aspekt des Stahlbandes. Zur Schließe zeige ich euch jetzt noch einige Detailaufnahmen. Ich finde sie wirklich gut gemacht. Ich finde sie auch insofern sehr schön, als sie eine polierte Faser hat an der Kante. Sie hat ein doppeltes Sicherungssystem mit dem Bügel- und dem Drückermechanismus, hat eine Feinverstellung mit einer ganzen Menge Löcher, wie ihr sehen könnt. Und alles das finde ich wirklich gut gemacht. Zudem ist sie, und das zeige ich euch auch jetzt nochmal ganz kurz, wirklich aus dem Vollen gefräst. Also nicht irgendwie billiges Blech, sondern sehr massiv gemacht. Und mit den 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löchern der zusätzlichen Feinverstellung, die ihr hier sehen könnt, ist das schon ziemlich gut und hat mir wirklich gut gefallen und hat so geführt, dass die Uhr auch sehr komfortabel am Arm sitzt, obwohl sich das Band nicht verjüngt, was ich eigentlich bevorzugen würde.
Ein anderer Punkt, und das fand ich echt interessant, das Bad ist geschraubt, also die Lieder sind nicht mit Steckschriften, verlinkt, sondern mit Schrauben. Aber die Schraubenköpfe sind so klein, dass ich echt lange in meinem Fundus gesucht habe, bis ich einen passenden Schraubenzieher hatte. Alle meine Schraubenzieher, die üblicherweise passen bei allen möglichen Bändern, ob das Seiko ist, ob das Sinn ist, ob das Archimede ist, bei allen hat ein bestimmter Schraubenzieher gut gepasst und der war bei dieser Uhr viel zu groß. Ich habe so lange suchen müssen, bis ich im hintersten Ecke meines Schrankes einen Schraubenzieher gefunden habe, der klein genug war für diese Schrauben. Insofern als kleiner Tipp, wenn der Cornelius Huber von Circula anbietet, einen Schraubenzieher mit zu verschicken, nehmt ihn an, denn die Wahrscheinlichkeit ist doch recht hoch, dass ihr so einen kleinen Schraubenzieher nicht im Fundus habt. Ansonsten ist mein Fazit absolut positiv über die Uhr. Ich mag sie sehr und ich bin sehr begeistert von dem doch zurückhaltenden Ziffernblatt und wie sich das zurückhaltende Ziffernblatt sehr dezent ändert, aber doch so, dass man immer wieder hingucken kann. Es ist also, obwohl es ein helles Ziffernblatt ist mit silbernen Zeigern und heller Leuchtmasse, kein langweiliges Ziffernblatt, weil es immer wieder Nuancen gibt, die sich ändern. Und das hat mir sehr gut gefallen und deshalb werde ich die Uhr auch behalten, obwohl sie nicht unter jedem Blickwinkel ideal ablesbar ist. Dafür ist sie aber unter ganz, ganz vielen Blickwinkeln eine sehr interessante Uhr. Das hat mir sehr gut gefallen und deshalb bin ich sehr zufrieden mit dem Kauf. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, ob ihr eine habt, ob ihr vielleicht eine haben wolltet. Ich kann auch sagen, trotz der 40 mm trägt sie sich auch an größeren Armen bestimmt gut, denn das Erscheinungsbild ist doch relativ groß. Es ist auch eine Uhr, die nicht ausgesprochen flach ist, also schon eine sehr präsente Uhr. Insofern ist sie eine Uhr, die, wie ich denke, an ganz, ganz vielen Armen eine gute Figur machen würde. Ja, bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine Videos im nächsten Jahr und auf das Uhrenjahr 2022 allgemein. Bis dahin, tschüss, euer Axel.